Hare Krishna, liebe Devotis, Dadavad Pranams, Jai Shri Guru und Shri Goranga. Wir wollen wieder unsere Schlüsselverse der Paribhasha Sutras chanten, einmal aus Bhagavad Gita und einmal aus Bhagavatam, einmal aus Chaitanya Charitamrita, aus unseren wichtigsten Büchern. Und ich hoffe, dass das jetzt der richtige. Nein. Wieso zeigt er mir das jetzt? Aha. Okay. Immer diese technischen Probleme oder Einzelheiten, die man bedenken muss. Aber die Übung macht den Meister. So. Hier ist der Vers, der erste Vers aus Bhagavad Gita. Aham sarvasya prabhavo, aham sarvasya prabhavo, matasarvam pravartate, iti matva bhajante mam, iti matva bhajante mam, buddha bhava samanvitaha, buddha bhava samanvitaha. Jetzt zum Vers aus Srimad Bhagavatam. Ete chamsha kalaf pumsa, Krishnastu Bhagavan Svayam, Krishnastu Bhagavan Svayam, Indrari Vyakulam Lokam, Indrari Vyakulam Lokam, Mridayanti Yuge Yuge, Mridayanti Yuge Yuge. Und das ist noch relativ einfach zu chanten, aber das ist wirklich ein langer Vers. Und da gibt es noch sicherlich eine ganz bestimmte Melodie, in der man das chanten kann. Das muss ich auch mal checken, wie viele Silben es hier gibt in jeder Linie, und dementsprechend wählt man eine Melodie. Aber wir versuchen jetzt, so wie das bis jetzt gemacht haben. Anarpita charim chirat karunayavatirnah kalau Samarpayitum unato jvalara samsva bhakti shriyam Arif purata sundara dyoti kadamba sandipitaha Arif purata sundara dyoti kadamba sandipitaha Sadahridaya kandares puratu vashachinandanaha Sadahridaya kandares puratu vashachinandanaha. Das waren jetzt die drei Schlüsselversen aus drei wichtigen Büchern von unserem Gaudiya Vaishnava Parampara. Und seht ihr jetzt den neuen Vers? Definition reines Bhakti Yoga. Ist diese neue Vers sichtbar? Ja, ist sichtbar. Ja, gut. So, das ist Vers aus Bhakti Rasamrita Sindhu. Der 11. Vers, gleich am Anfang von Bhakti Rasamrita Sindhu. Und das ist auch sehr, sehr wichtiger Vers, weil er definiert reine Hingabe, reine Bhakti. Und je besser wir diesen Vers verstehen oder je besser wir uns erinnern können an ihn, desto besser werden wir verstehen, was dann Rupa Goswami sonst noch beschreibt in Bhakti Rasamrita Sindhu oder im Nektar der Hingabe. Versuchen dann diesen Vers. Anyabhilashita Shunyam, Jnana Karma Dhyanavritam, Anukulyena Krishna nu, Anukulyena Krishna nu, Shilanam Bhaktiruttama,
Shilanam Bhakti Uttama. Uttama Bhakti. Uttama Bhakti bedeutet höchste Bhakti oder wird auch als reine Bhakti besetzt bei uns. Und was zeichnet diese reine Bhakti aus? Ja, dass sie in erster Linie frei von materiellen Wünschen sein sollte, frei von Dharma, Artha, Kama, Moksha, diesen vier Zielen des menschlichen Lebens, und nicht bedeckt oder gemischt mit anderen Yoga-Arten, wie Karma-Yoga, Jnana-Yoga und so weiter. Und was sie beinhaltet sollte, ist eine liebevolle, dienende, spirituelle Beziehung zu Krishna, ihm selbstlos, keine materielle Motivation, nicht mal nach Befreiung. Und wir haben gesagt auch, dass es, sie sollte in erster Linie, das ist sehr wichtig, für Krishna zufriedenstellend sein. Diese Hingabe sollte Krishna erfreuen, seine Sinne erfreuen, sodass er damit erfreut wird, glücklich wird. Das ist das erste, das wichtigste Merkmal. Und das können wir nur dann schaffen, wenn wir das selbstlos machen, wenn wir nicht nach unserer Befriedigung trachten oder nach irgendwelchen anderen Früchten, außer Krishna zufriedenzustellen. So, das ist dieser ganz, ganz wichtige Vers. Auch und ohne diesen Vers können wir nicht wirklich die reine Hingabe sonst verstehen. Das ist die beste Definition, die wir hier finden. Okay, das ist jetzt wieder mal aus einem anderen Vortrag. Aber es gibt diese primäre Eigenschaft eben, ja, dass sie eine positiven, freundlichen, liebevollen Haltung oder Beziehung zu Krishna ausgeführt werden sollte. Liebevoller Dienst zu Krishna. Das ist das Primäre. Und dann sollte nicht gemischt werden, weil es gibt gemischte Bhakti, aber wir wollen reine Bhakti ausführen, nicht gemischt mit Karma, Jnana, Dharma, mit anderen Prozessen, mit Hatha Yoga oder was immer es da gibt. Gut, dann, das war dieser neue Vers. Wir haben jetzt schon inzwischen vier schöne Verse, mit welche wir meditieren sollen. Auch nicht nur, dass wir diese Verse lernen sollen, sondern wir sollen auch besten über die Bedeutung und ja, über die Bedeutung von diesen Versen meditieren.